Lass uns die Angst noch schnell begraben, die uns jeden Tag verschlingt. Lass uns noch Vollmond sein. Eine Ode an die leisen Töne. Martin Klein stellt auf seiner Tournee sein neues Album Lass uns bleiben vor. Klein ist in Innsbruck aufgewachsen, hat in Holland Klavier studiert. Mit dem etablierten Kunstbetrieb hat er nicht viel am Hut. Ich fühle mich auf jeden Fall der Subkultur verwandt und bin auch irgendwie so in diesen Underground-Clubs irgendwie groß geworden musikalisch. Ich höre mir eigentlich hauptsächlich auch Wiener Underground-Bands an und Künstler, die ihre eigene Musik machen. Und das muss jetzt nicht irgendwie der Wiener Musikverein sein. Sein Solo-Debüt vor 5 Jahren wurde auch im Radio ein Hit. Das Fachmagazin Jazzthetik spricht von traumverlorenen kleinen Meisterwerken. Er selbst sieht sich als Alternative-Rocker, wenn auch etwas sanfter. Ich glaube vom Spirit her schon, ja, vom Genre her ist es wahrscheinlich irgendwo dazwischen, also nicht wirklich Alternative, nicht wirklich Mainstream, nicht wirklich Klassik, nicht wirklich Jazz. Das sind einfach meine eigenen Songs und es fällt mir manchmal gar nicht so leicht, die irgendwie einzuordnen. Also es ist schon was Magisches. Also ich glaube, dass wenn man Musik macht und auf die Bühne tritt, kann das ganz eigene Kräfte freisetzen. Und ich würde mir manchmal wünschen, dass ich das Selbstvertrauen auch im Alltag habe, das ich manchmal auf der Bühne habe. Mit wandlungsfähiger Stimme und souveränem Pianospiel gelingen Martin Klein Songs, die in ihrer Schlichtheit bezaubern. Martin Klein, Tourstart am Freitag im Posthof in Linz.